Die Fahrt entlang des Ayeyawadi, Aussprachefehler vorbehalten, begann mit dem Sonnenaufgang und führte circa eine Stunde später an Sagaing vorbei. Interessanterweise hatte ich tags zuvor mit dem Fahrrad etwa genauso lang gebraucht. Und hier auch vom Boot wie zuvor von der Brücke lassen sich die Pagoden in den Hügeln bewundern. Etwa halb elf und zeigt für eine kurze Zwischenfazit nach 5 Stunden, von denen ich etwa anderthalb geschlafen habe. Das Boot ist nicht sehr komfortabel, aber das war ja zu erwarten. Wir sitzen in so Plastikstühlen, was aber eigentlich wieder ganz in Ordnung ist. Und der Wind geht so ein bisschen, deshalb ist es ganz angenehm. Wir mussten nur aufpassen, dass wir uns auf die richtige Seite setzen, denn auf einer Seite knallt die Sonne richtig und es ist richtig heiß. Ja, wir haben eben kurz für so 20 Minuten oder so angelegt und da kamen jede Menge Frauen, die versucht haben, Essen zu verkaufen aufs Boot. Das war zwar ganz nett, aber nachdem dann die 10. kam und fragte, ob wir Bananen kaufen möchten, war es dann schon ein bisschen nervig. Man sollte noch dazu sagen, dass das hier die Festzurstelle ist. Ich finde es eigentlich eher so ein bisschen symbolisch und wenn wir da nicht angehalten hätten, hätte ich auch gar nicht vermutet, dass dort jemals ein Boot losfährt. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Man sieht, dass hier einiges an Treiben ist. Viele Leute, die steigen ein und aus und transportieren auch einiges, wie diese Tonkrüge hier. Es ist halt nochmal eine ganz andere Welt, nochmal ganz anders, wie wenn man in so einer Stadt ist, wo irgendwie Autos oder wie in Mandalay jede Menge Roller unterwegs sind. Hier sieht man Ochsenkarren, Leute, die warten. Es wirkt alles improvisiert, aber ich finde, dass es, obwohl es improvisiert wird, halt schon recht schön funktioniert. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mal mein Navi anzuwerfen. Ich benutze eine OSM-End-App und da sieht man auch, wieso die ganze Fahrt so lange dauert. Schaut mal auf die km/h-Anzeige, es ist echt unendlich langsam. Und so habe ich nicht nur dann den Sonnenaufgang, sondern auch den Sonnenuntergang von diesem Boot hier erlebt. Es sieht krass rot aus, das war es auch. Also es ist nicht irgendwie nachbearbeitet oder so. Und ja, ich schätze, so eine halbe Stunde später waren wir dann auch in Nyong-U angekommen und ich konnte dann von da aus zu meinem Hotel laufen. Ich würde die Bootsfahrt schon weiterempfehlen, aber ganz ehrlich, ich würde es nicht nochmal machen. Es war sehr lang, es war sehr langweilig nach einer gewissen Zeit. Es gab immer... es war immer ein kleines Highlight, wenn wir angehalten haben, aber irgendwann hatte ich da auch einfach keine Lust mehr und wollte nur noch ankommen und hat mich dann total drauf gefreut, endlich am nächsten Tag Pagoden anschauen zu können, weil Bagan ist ja auch einfach sehr bekannt für seine vielen Tempel. Das nächste Video wird dann wohl über Bagan sein und ja, vielleicht hat der ein oder andere auch Lust zu gucken, was ich vorher in Yangon und Mandalay erlebt habe und ja, damit verabschiede ich mich, wie immer, keine Panik.